vom Terror wieder zum Erdöl. Kommen Sie mit mir mal zur Frage, wo sind die großen Erdölreserven? Die sind hier. Das sind die größten Reserven. Das ist also Saudi-Arabien, Irak und Iran. Das sind die Länder mit den größten Reserven. Und das wird immer so sein. Ja? Das Erdöl wandert nicht. Das ist dort. Natürlich haben wir Erdöl in der Nordsee. Aber habe ich Ihnen erklärt, Großbritannien fallende Produktion, Norwegen fallende Produktion. Indonesien, ja, wir haben dort Erdöl, aber Peak Oil ist erreicht. Indonesien ist sogar aus der OPEC ausgetreten, vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen. OPEC ist die Organisation Petroleum Exporting Countries. Die wollen einen hohen Erdölpreis, Indonesien ist aber Nettoimporteur geworden, jetzt wollen sie keinen hohen Erdölpreis mehr. Mexiko hat auch den Peak Oil erreicht, fallende Produktion. Die USA haben auch den Peak Oil erreicht, das heißt, die Konstellation ist ganz klar. Hier ist das Erdöl. Wenn Sie jetzt die Weltkarten der Religion über diese Karte rüberlegen, dann sieht das so aus. Dann ist die Welt nach Religionen aufgeteilt, dann sehen Sie, christlich ist violett, Nord- und Südamerika ist christlich, Europa ist christlich, abgesehen von Bosnien und Albanien, Australien, Neuseeland sind christlich, Indien ist hinduistisch, China ist atheistisch, ein Einparteiensystem, Sie wissen das, südliches Afrika mehrheitlich christlich, Russland, naja, eine Art Übergangsphase. Und dieser, das war kommunistisch und ist jetzt wieder langsam christlich, aber das braucht es nicht ganz klar. Jetzt dieser grüne Bereich, ja, Entschuldigung, dieser grüne Bereich, das ist der muslimische Raum. Das ist der muslimische Raum. Und jetzt muss man ja nicht analytisch brillant sein, um zu sehen, das Erdöl liegt bei den Muslimen. Nochmals. Und das ist keine Absprache, also die Muslime sind nicht dorthin gegangen, weil sie gehört haben, dass das Erdöl dort ist, sondern sie waren schon vorher dort. Und der Punkt ist ja jetzt der, wenn Sie sich mal die letzten 15 Jahre nochmal vor dem geistigen Auge durchgehen lassen, dann merken Sie, unsere Sicht, ich sage jetzt unsere Sicht als Schweizer, als Christen, ja, auf die Muslime, hat sich verschlechtert. Ja? Warum? Vor allem wegen dem 11. September. Damals haben wir dieses Gefühl bekommen von, die Muslime sind Terroristen. Haben wir zwar nie so gesagt, aber machen Sie mal eine Übung. Das ist aus der psychologischen Kriegsführung. Ich mache das jetzt mit Ihnen. Das tut nicht weh. Seien Sie einfach wachsam. Ich sage ein Wort und Sie produzieren ein Bild. Ich sage Banane. Sie müssen das schneller produzieren. Sie müssen sofort eine Banane im Kopf haben. Dann sage ich Stuhl. Polizist. Terrorist. Stopp! Behalten Sie das letzte Bild. Fragen Sie sich, ist das eine Frau von der RAF, 70er Jahre vielleicht? Ein Katholik, Nordirland, Irish Republican Army? Jemand von der ETA, Spanien? Oder Irgun, jüdische Terrororganisation, Palästina-Kampf? Wenn das alles nicht war, vielleicht ein bärtiger Mohammed irgendwie? Ich frage jetzt nicht nach einem Handzeichen, weil wenn es das letzte war, einfach wenn es das letzte war, dann verbinden Sie Terrorismus mit Muslimen. Und jetzt kommt noch ein weiteres, und das ist einfach eingelagert im Großhirn, auch wenn man ein kritisch differenzierter, friedliebender Mensch ist. Das zweite ist, wenn Sie die Geschichte der letzten 15 Jahre passieren lassen, vor dem geistigen Auge, haben Sie immer wieder das Gefühl, naja, ja doch, ja, war schon irgendwie kohärent. Aber wir machen in der Friedensforschung einen einfachen Trick, wir vertauschen die Rollen. Das mache ich jetzt mit Ihnen auch noch kurz. Die Rollentausche ist einfach. Aus Hansli schlägt Susi, machen wir Susi schlägt Hansli. Das ist einfach ein Rollentausch. Und dann ist in den letzten 15 Jahren nämlich Folgendes passiert. Vertauschte Rollen. Der Irak hat die USA angegriffen. Das Erdöl wird jetzt von den Irakern kontrolliert. Bush wurde erhängt. Die Amerikaner wurden in diese orangen Anzüge gesteckt, mit Plastiksäcken über den Kopf. Jetzt entstehen irakische Militärbasen. Mehr als 100.000 Amerikaner sind tot. Der Irak hat auch Großbritannien angegriffen, besetzt jetzt das Erdöl der Nordsee, baut permanente Militärlager auf. Libyen hat Frankreich angegriffen, Sarkozy ist tot. Afghanistan ist in Deutschland einmarschiert, um die Demokratie zu fördern. Es kommt immer wieder zu Toten. Stopp. Das waren jetzt die verdrehten Rollen. Ja? Und wenn Sie sich das mal vorstellen, das wäre wirklich passiert, dann denken Sie, meine Güte, wenn das passiert wäre, dann wäre die Welt wirklich ein Tollhaus. Aber das andere, was wirklich passiert ist, da denken viele, ja, nein, doch, ja, so
muss das etwa kommen? Ich weiß auch nicht genau, die sind so Massenvernichtungswaffen und Schiiten und Sunniten, habe ich nie richtig begriffen, was die für ein Problem haben, aber dann noch Diktatoren und 9-11 und also ich meine, irgendjemand musste ja hingehen und schauen, dass man vielleicht wieder Demokratie einrichten kann. Ja. Und so wird das kommuniziert.